Ach ja, irgendwie haben die alle eine Macke weg. Ja, Riesenhaufen Ersatzteile und nicht eins davon ist einsatzbereit. Auch die Wellen, die wir im letzten Jahr gefahren sind, haben ihren Knacks wegbekommen und haben auf mindestens einer Seite Auffälligkeiten. Es bleibt uns also nichts weiter übrig, als hier neue Kreuzgelenke zu verbauen. Ich werde also jetzt die beiden besten Wellen raussuchen und dann das jeweilige defekte Gelenk durch ein Neuteil ersetzen. Im ersten Schritt kommen die Sicherungsringe raus. Das ist in dem Fall ist es hier so eine Konstruktion. Da braucht man keine spezielle Zange, nimmt man sich eine alte Spitzzange, schleift die vorne noch ein bisschen zurecht und dann probiert man sein Glück. Eins. Manchmal hängt es also fest, dann nimmt man sich mit einer Zange, die gut greift, und dreht ihn so vorsichtig raus. Kleiner Schraubenzieher, da nie verkehrt. Immer ein bisschen auf die Finger aufpassen. So, da haben wir ihn. Als nächstes, bei den Arbeiten an der Presse, kommt man wie fast allen Fällen nicht ohne zusätzliche Vorrichtung aus. Habe ich mal hier auf die Schnelle so ein Gegenlager gebaut. Das geht nochmal irgendwann in schön. Das habe ich mal für ein früheres Projekt gebraucht, so als Ausdrucksstößel. Und eigentlich ist das Teil hier, das Zünglein an der Waage, zumindest für die von mir benutzte Methode, wenn man das zerstörungsfrei zerlegen will, braucht man so einen Halbring hier. Und zwar braucht man den, denn zuerst werden die Tassen alle so ein Stück nach außen gepresst, dass die so ein Stück rausschauen, und dann kommt man mal nicht weiter, weil ja die Gabelmimik da im Weg ist. Und dann wird dann für das letzte Stück das war mal ein Stück Rohr, hier dazwischen gelegt, und dann wird dann der Rest rausgepresst, sodass das Lager dann auseinanderfällt. Ganz simple Sache, funktioniert einwandfrei, ist auch im Werkstatthandbuch so beschrieben. So, also hier die Welle, die zwar so noch gut ist, aber so völlig klemmt, also mal gefressen. Und das ist jetzt der von mir bevorzugte Weg, das hier mal so ein bisschen abgestützt. Dann setzt man das hier so drauf, dass die Hülse nach außen drücken kann, nach außen rutschen kann. Und letztendlich presse ich jetzt den Teil nach unten, ne? Und damit rutscht diese Hülse hier raus, weil ja das Kreuz hier rechts und links sich abstützt. Funktioniert einmal frei. So, ist jetzt hier ein ganzes Stück gekommen. Ganze Sache macht mir jetzt erstmal Reihe um. So, und jetzt kann man das also hier so ein bisschen hin und her schieben und hat jetzt mehr Platz und kann, wo ist sie hin, diese Hülse hier beilegen. Jetzt ist sie zwischendrin.
So, und jetzt wiederholt man letztendlich das ganze Spiel nochmal mit beigelegter Hülse. So. Da fiel es schon ab. So, und da fällt auch schon die Welle auseinander. Und die anderen beiden bekommen wir auch noch hin. Beim Zusammenpressen gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Letztendlich muss das Schmiernippel in die richtige Richtung zeigen, also nach außen. Und man hat hoffentlich beim Zerlegen sich gemerkt, wie rum jetzt diese Gabel zueinander war, dass man das möglichst auch wieder so macht, wegen der eventuell vorhandenen Wuchtung, wobei die jetzt uns hier beim Zusammenbauen verloren geht. Und letztendlich werden die Tassen von außen eingepresst. Natürlich muss man rechtzeitig das Kreuz mit beifügen. Die Tassen sind jetzt so tief eingeschlagen, dass hier die Nut frei wird, der Sicherungsring rein kann. So, mit dem bisschen nachhelfen. Und jetzt müssen wir es noch freischlagen. Wozu? Das wird praktisch jetzt, ich schlage es hier drauf und dann schiebt es das nochmal schön hoch gegen den Sicherungsring und das Lager ist dann nicht ganz so schwergängig. Lager freischlagen, ab und früher so gemacht. Machen wir jetzt auch so. So, und jetzt noch die andere Seite.